Jo, schönen guten Tag. Es ist immer noch stürmisch. Es ist dunkel, der Ära ist wieder da. Wir spielen The Witcher 3, Wild Hunt. Ich weiß, ein alter Schinken mittlerweile, aber dennoch, bin zu mal ehrlich, das Beste, was ich so an Rollenspielen finden kann. Und warum sollte man sich mit weniger zufrieden geben? Macht einen Haufen Spaß. So, ja, wir wollen gerade, also wir, ich. Meine Mission ist jetzt erstmal hier die ganzen Fragezeichen noch abzufarmen. Einfach um nachzuschauen, was da so los ist, dass wir dann die Karte so ein Stück fertig haben. Und dann machen wir hier oben die drei, machen wir dann auch noch. Und dann gucken wir weiter. Und dann werden wir uns mal dem Greifen stellen. Aber ich würde gerne vorher noch jeden Monster und die versteckten Schätze heben und so weiter. Einfach, was geht, geht. So. Hier ist gar niemand, siehst du? Notizen eines Spions sind wieder im Lager, haben haufenweise Beute mitgebracht, hauptsächlich Rüstung und Waffen, aber diesmal auch eine versiegelte Truhe. Vor Tagesanbruch kam ein Bote ins Lager, gab große Aufregung. Sie stellten sofort eine Gruppe zusammen, um die Truhe zu transportieren, wenn sie die Truhe gebracht haben. Sie haben die Truhe nicht so weit transportiert, nur zur verlassenen Hütte bei der alten Mühle. Da war ich schon. Seit gestern Nachmittag haben wir alle im Lager gesoffen. Wenn wir jetzt angreifen, würden wir sie vernichten. Zu schade, dass der Kommandant nur einen Mann zu diesem Außenposten abbestellt hat. Mich. Ich versuche heute Nacht reinzuschleichen, wenn mir das Schicksal gewogen ist. Okay. Abgeschlossen, Deserteurs Gold. Ja. Ehrlich, also viel zu holen war jetzt hier nicht. Waffen und Rüstung und so, ja. Wo hier drüben sind. Für so lange Reisen bin ich langsam zu alt. Ah, jetzt ist wieder dieses. Das Kartenende ist tatsächlich echt ein Thema. Ich würde ja gerne das Fleisch mal braten, aber das scheint ja nicht zu gehen. Oder geht das hier? Mutagene, Alkoset. Nee. Können wir nicht. Bestienöl. Bestien, Konstrukte, gegen Nekrophagen und gegen Verfluchte. Ich glaube, wir machen jetzt nochmal. Bestienöl, damit wir dann. Oh. Rüstungsreparatur seit mein Schwert ist nämlich fast kaputt. Okay, wir gehen dann mal ins Dorf. Dann müssen wir dann erstmal ins Dorf gehen und ein bisschen. Dann müssen wir noch ein bisschen reparieren gehen, denke ich. Das ist natürlich so eine Geschichte. Oh, jetzt kommt Viehzeug. Mein Schwert ist defekt. Ja, wir gehen dann erstmal in die Stadt und reparieren da. Eieiei. Okay, irgendwie hier oben war. Das ist natürlich hier auch alles voll. Ein Banditenlager. Nicht zu spät, sich zu ergeben. Moment. So.
Was haben wir hier an Wählen? Habe ich gerade Schwerter. Das tut ja alles gar nichts. Oh. Die ist 40 bis 48. Dann nehme ich mir erstmal die hier. Hier für die paar Bagaluden sollte das reichen, denke ich. Oh, das gefällt mir. Ja. Da oben sind noch mehr, die holen wir uns erstmal noch. Und dann können wir in Ruhe gucken. Oh Gott, die sind ja, das sind ja ein paar übelste Weicheier. Die Typen können ja gar nichts. Ne, Strickleiter. Naja, da kann man ein bisschen stricken. So. Ich muss das mal hier ein bisschen leiser machen. Mir ist übelst laut gerade auf die Kopfhörer. So. Ein Haufen Krempel haben wir hier. Ein Haufen Krempel. Ja, wir müssen dann definitiv erstmal ins Dorf. Und den ganzen Krempel mal verkaufen, denke ich. Das wäre dann die nächste Maßnahme. Schauen wir mal, was hier oben noch so ist. Ja, Drogen. Drogen! Jawohl, Freunde, Drogen haben wir hier. Schrott. Aber das mit dem Alkohol ist halt ganz geil. Das mit dem Alkohol ist ganz cool. Oh, Jägerhandschuh. Dann die Quest abgeschlossen. Das sind die, die hier alle ausgeräumt haben. Okay. Durch Nesterbrief an seine Exzellenz Wellerath, Oberbürgermeister von Wiesima. Exzellenz, wir können nicht länger warten. Die Speer berichten, dass die Schwarzen ihre Belagerungsmaschinen bereit machen. Wenn du dein Leben retten willst, komm morgen bei Tagesanbruch zum Eingang der Kanalisation im Tempelviertel. Auf dem Boot ist nicht viel Platz. Nimm also nur das am nächsten stehende Familienmitglied und Wertsachen mit. Ich werde ein paar Männer als Wachen abstellen. Aha. Wir werden durch Schwarzboden, Seinkrieg, Weißgarten und Scharkse segeln. Von dort aus reiten wir weiter. Yannick Delen, erzähl niemandem von deiner Flucht. Okay. Da haben sie dem Bürgermeister das abgehauen. Eine silberne Teekanne. Oh, und Stiefel als Meistergegenstand? Nehme ich. So, okay, dann bimmer mal. So, wo ist denn jetzt der nächste Punkt, von dem aus wir hier wegkämen? Ach Gott, hier drüben gibt es natürlich keine Schnellreisepunkte. Dann können wir uns das direkt hier mal so anmachen. Na Plötze, wo bist du? Na, dieser Gaul? Ah, hier. Der lässt mich manchmal ganz schön im Stich hier, der Kollege. Hier im Wald müssen wir ein bisschen aufpassen. Das ist wieder wie bei Kingdom Come Deliverance. Und da muss ich... Oh. Wölfe. Ja, die lasse ich jetzt mal Wölfe sein. Naja. Schneller. Jetzt habe ich, jetzt habe ich auch noch irgendeinen verschissenen... Das war jetzt nicht geplant, dass ich jetzt einen Trank zu mir nehme. Aber na gut, so. So, mein Freund. Grüß dich. Ja, grüß dich. Grüß dich. Lass mich einen Blick auf deine Waren werfen. So, also wir verkaufen. Das hebe ich auf jeden Fall mal auf. Das...
Naja, so richtig viel Geld machen wir hier hinten mit dem ganzen Schotter nicht, müssen wir mal festhalten. Das Zeug hebe ich mal auf. Wer weiß, wofür wir die Felle mal brauchen. Strickleitern verkaufe ich. Die Teekanne kann auch weg. Hier die ganzen komischen Becher können wir auch weghauen. Fistech, ja, das heben wir mal auf. Das ist nämlich so Drogenkram. Wer weiß, wofür man den mal braucht. Sattel. So. Das sieht doch gut aus. Was hast du hier? Greifenabsud. Habe ich, glaube ich, schon gelernt. Temerische Stiefel. Benötigen Stufe 4. Was wir dann haben dafür? 485. Ihr seid alle so lustig. Ihr gebt mir überhaupt nichts. 48. Das kaufen wir mal. Ich habe halt leider nichts, was so wirklich wertvoll wäre. Das ist so ein bisschen schwieriger. Den Kram hier will ich gerne behalten. Pass auf dich auf. So, dann gehen wir nämlich jetzt erstmal hier zu meinem Freund, dem Schmied. Ich hoffe, ich finde ihn. Der Kaiser wird uns führen. Geradewegs nach Novigrad. Verfluchtes Bild. Achso, warte mal, wer wollte jetzt die Honigwaben haben? Große Mengen Tumira Kräuterkundlerin. Alles wird gut. Ein wiederkehrender Kunde. Willkommen. Was brauchst du diesmal? Ich kann mir doch so ein Bibernschwert machen. Genau. Schauen wir mal, was brauchen wir denn dafür? Plunder? Nee. Stiefel, Jägerstiefel, Oberkörper, Hose. Geringe Kriegerlederjacke. Ah, da hätten wir die Camorhin-Rüstung aufwerten können. Die habe ich ja verkauft. Held, der ich bin. Moment. Der macht mir jetzt nicht das Schwert hier, oder was? Warte mal, Camorhin. Ne, die habe ich ihm nicht verkauft. Wem habe ich ihn die verkauft? Na gut, das war jetzt nicht so clever. Aber ich bin ja nicht dafür bekannt, unbedingt immer clevere Dinge zu tun. Du musst das mal hier reparieren. Oh, und wir sind pleite. Na super. Leb wohl. Na Plätze, alte Hacke, jetzt geht's weiter. So, jetzt machen wir uns mal hier einen Wegpunkt zur Kräutertante, weil die Honigwabe, die ich habe, würde ich ja ganz gerne noch loswerden. Sehr schön, ich werde dann irgendwann mal nicht drum herum kommen. Auch mal ein paar Felle zu verkaufen oder sowas. Irgendwas mal verkaufen. Ja? Hast du schon mal von einer Frau namens Claire gehört? Sie hat hier irgendwo gewohnt. Von ihr gehört? So könnte man es auch nennen. Claire war eine Freundin. Der einzige Mensch, der mir in Weißgarten lieb war. Dann bekam ihr Mann Volker Streit mit dem Grundherrn. Er ist daraufhin mit seiner Familie in die Wälder gezogen, um eine neue Siedlung aufzubauen. Der Herr und sein Gefolge ritten hin, um sie zur Rückkehr zu bewegen.
Es sollte ohne Gewalt und Blutvergießen ablaufen. Das ist die Mittagserscheinung. Du hast es ja gesehen. Claire hat wohl etwas über Florian gesagt, den Sohn des Grundherrn. Etwas, was den Herrn erbost hat. Aber wer weiß schon die Wahrheit. Reichlich viel Pech für so ein kleines Dorf. So ist das in allen Dörfern, auch den kleinsten. Man muss nur fragen. Aber beenden wir das Treffen nicht tragisch. Hier etwas Trost. Ja? Hast du irgendwelche Kräuter zu verkaufen? Ich finde sicher etwas. Okay. Jetzt ist halt die Frage, die wollte die Honigwaben haben. Ich hatte hier irgendwo eine Honigwabe. Ja. War jetzt nicht so aufregend. Was kann ich ihr denn verkaufen? 50 Vitalitätsregenerationen. Machen wir hier mal ein bisschen Ordnung. Naja, verkaufen wir mal 10 von denen hier. Jetzt noch. Ah, nee, so viel Geld hat sie nicht. Leb wohl. Gut, 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 gut. Das hat gut funktioniert. So, jetzt waren hier oben noch ein paar Fragezeichen. Die werden wir uns jetzt noch vornehmen. Ja, dann ist das heute nochmal hier so eine Runde. Lustiges Fragezeichen jagen, aber das ist wichtig. Ich möchte gerne alles sehen, alles mitnehmen, alles ausprobieren. Ich mag diese Funktion tatsächlich. Ich finde das ganz geil, wenn ich halt, dass ich wirklich auch alles mitnehmen kann, weil ansonsten... Oh, hier sitzt einer. Der hat noch eine Quest. Hallo. Hey, Meister Kaufmann. Was ist passiert? Monster! Monster aus dem Sumpf! Man hat mir gesagt, dass die Straße voller Gefahren ist, aber ich wollte nicht hören. Das habe ich nun davon. Weniger Gejammer, mehr Informationen. Was ist passiert und wie kann ich helfen? Aber ich arbeite nicht umsonst. Hexerkodex und so. Ja, ja. Also, ich war unterwegs zu den Schwarzen, um zu handeln. Plötzlich ging mein Pferd durch und galoppierte vom Weg ab. Wir haben einen Baumstumpf getroffen, ich flog runter und Pferd und Wagen rasten weiter. Dann hörte ich Geblubber, Gewirr, Geschlürfe. Etwas kam aus dem Morast und verschlang den Gaul mit Huf und Haar. Meine Waren sind bestimmt noch im Wagen, aber ich fürchte mich zu sehr, um nachzusehen. Oh je, Mine. Könntest du vielleicht? Mir ist vor allem eine kleine Schachtel wichtig. Bring sie mir. Ich flehe dich an. Gut, ich gehe. Wenn ich diese Schachtel habe, gebe ich dir Bescheid. Nimmt dort eigentlich auch irgendwann mal jemand eine andere Option? Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Wir werden mal jetzt schnell eine Stunde meditieren. Nur damit unsere Tränke wieder voll sind. So. Moment, Moment, Moment. So. Ja, jetzt sind wir mal ganz entspannt hier. Schatzsuche, das ist fertig. Ach, das ist ja gleich da drüben. Das ist ja gar kein Thema. Wagenspuren. Sie führen in den Sumpf. Okay. Schauen wir mal. Auf jeden Fall jede Menge Geräusche, da ist das Pferd. Da ist der Wagen.
Der Wagen ist mit Pfeilen gespickt. Interessant. Ich sollte mich umsehen. Ein Pfeil. Den hat er nicht erwähnt. Ja, es ist tatsächlich nicht so richtig monstermäßig, oder? Der Wagen ist mit Pfeilen gespickt. Direkt ins Genick. Guter Schuss. Entweder hat der Kaufmann ein miserables Gedächtnis oder er lügt. So, schauen wir uns noch ein bisschen um. Hast du gar nichts für mich, mein ertrunkener Freund? Nee, hast du nicht. So, jetzt müssen wir ein bisschen umgucken hier. Ah, hier. Ah, da ist noch was Rotes. Ja, das funktioniert. Oh, da sind erstmal Feinde. Oh, 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 oh. Das war jetzt natürlich nicht so geplant. Regeneration anmachen. Hier lag doch noch was. Wo war's denn? Hier. Das muss die Schachtel sein, die er erwähnt hat. Mit Blut bespritzt. Menschenblut. Hier ist doch schon wieder irgendwas seltsam. Alter, diese Stimmung. Das ist so krass. So krass geil. Oh, und? Hast du die Schachtel? Ja, ich habe deine kostbare Schachtel gefunden. Und dazu jemanden, der verdächtig nach einem Kutscher aussieht. Mit einem Pfeil im Hals. In diesem Sumpf gibt es keine Dryaden und Ertrunkene und Wasserweiber verschießen keine Pfeile. Da es keine weiteren Verdächtigen gibt, schätze ich also... Vorsicht! Hinter dir! Hinter mir ist nichts. Ich bin ein Hexer. Ich hätte es gehört. Wie ich dein Herz höre, das klopft. Wie das eines Lügners. Du solltest hoffen, dass du besser reitest, als du lügst. Haut da auch noch ab. Bleib doch hier, Junge. Es hat doch keinen Sinn. Na? Dieser Gestank. Wichtig. Ich muss ihn hier wegbringen. Wach auf. Vor der Wahrheit kannst du nicht davonlaufen. Nicht mal davon reiten. Also, wer bist du? Und warum hast du den Wagen angegriffen? Obergefreiter Hans Germer. 6. Temerische Division, 2. Regiment. Entlassen. Aber noch aktiv. Im Untergrund. In den Wäldern. Das war ein Medikamententransport. Ich will verdammt sein, wenn er die Schwarzen erreicht. Das Medikament. Unsere Jungs können das auch gebrauchen. Wir haben viele Kranke. Jetzt lass mich gehen. Dann überleben sie vielleicht und können für einen freien Norden kämpfen.
Oh, was ist denn das jetzt? Was machen wir denn jetzt? Sind wir für den Norden? Ja. Bitte, geh. Du und deine Kameraden, die sich in den Büschen verstecken. Hoffentlich seid ihr gegen Nilfgaard siegreich. Du hast einen üblen Humor, aber du bist anständig. Hier, das versprochene Gold. Verwende es klug. Trink auf die silbernen Lilien und auf Volltests andecken. Da weiß ich jetzt auch nicht, ob ich da jetzt die richtige Entscheidung getroffen habe. Was ist denn los hier? Warum schreien denn die hier immer? Wovon ist was? So, dann hauen wir halt noch ein paar Hunde weg. Die wüten hier. Guck mal, die haben ja schon wieder einen Haufen Kollegen getötet. Das ist doch nicht schön. Das macht man doch so nicht. Komm, Plätze. Komm zu mir. Ich wollte doch nur ein paar Fragezeichen ablaufen. Tja, jetzt ist die Frage, kann ich das rohe Fleisch irgendwann mal braten? Das wäre doch nett. Ich mag nicht. Das konnte ich sogar schon bei Gothic, Freunde. Komm. Tja, jetzt machen wir schwimmen hier. Kriegsbeute mitten auf dem See. Okay. Das ist bestimmt Kreuzdorn. Jetzt ist nochmal Kreuz drin. Okay, das war ja wieder einfach. Da ist noch was. Dort schwimmen wir halt noch hin, dann haben wir das nämlich hier weg und dann können wir uns mit den Greifen auseinandersetzen. So viel Wölfe hier. Alles voller Wölfe. Alles voll. Hau nicht so viel in die Luft, mein Geralt.
Silberschwert hinüber. Das müssen wir dann auf jeden Fall nochmal reparieren. Das muss ein Ort der Macht sein. Ein Ruhlnest. Ich muss es zerstören. Wo sind wir denn jetzt? Sind wir da runter? Da ist... ja... Fragezeichen sind alle erledigt. Bis auf das da unten, aber das ist ja... dran, sobald ich hier... Wir fahren mal schnell nochmal ins Dorf. Muss nochmal hier irgendwie... muss ich jetzt nochmal hier... reparieren. Was zu lesen. Hier ruhen die sterblichen Insel von Florian. Das ist der, der mit dem Jäger zusammen Schlaganfall. Ja, ja. Er hat sich selber umgebracht, der gute Florian, meine Freunde. Schlaganfall. Na, plötzlich komm. Wo willst du denn hin? Komm plötzlich, wir essen zeitig. Los, los! Langsam. Komm jetzt. So, lass mal schnell zum Dorf. Aber das läuft doch hier, das läuft gar nicht schlecht. Umso besser. Reifen fliegen nicht, wenn es regnet. Und dann müssen wir hier erstmal reparieren. Ja, das ist Fatalismus in Reinkultur. Reifen fliegen nicht, wenn es regnet. Schon hat man seine Ruhe. Hast du mich angerempelt, Junge? Hast du mich angerempelt? Ich bin hier der Hexer, mein Freund. Ich hex dich weg. Ein wiederkehrender Kunde. Halt die Klappe. Ich möchte das. So, nee, reparieren bitte. Und zwar. Nee, das Ding muss. So, verkaufen wir ihm noch was. '85 habe ich. Ach ja, ich verdiene eindeutig zu wenig Geld hier. Ich verdiene zu wenig Geld. Das alte Problem. Aber ist egal. Ich denke, so ist es erstmal okay. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und dann ist aber wirklich mal der Greif dran. Ich weiß, das sage ich jetzt schon eine Weile, aber das ist dann so. So, ich sage vielen Dank. Und bis zum nächsten Mal in diesem Kino. Ciao, ciao. Der Ära.